Hallo aus dem Porsche-Zentrum Soest. Mein Name ist Robin Rinsche und ich bin Verkaufsberater hier am Standort. Mein Name ist Tobias Rauschenbach, ebenso Verkäufer hier am Standort in Soest. Ja, wir haben hier für euch ein bisschen was vorbereitet. Unter dem Tuch verbirgt sich eine Neuvorstellung, und zwar der Macan 3. Ja, dann starten wir einmal mit der Frontansicht des neuen Macan. Hier sehen wir deutlich, dass sich die Bugverkleidung ein wenig verändert hat. Wir haben hier bei dem GTS-Modell, hier Spitzenmodell überhaupt der Baureihe, ein bisschen veränderte Bugverkleidung, indem wir hier das komplett mattiert schwarz gelassen haben und die Front noch mal ein ganzes Stück breiter wirkt, einfach durch dieses neue Facelift. Ja, hier sehen wir noch mal gerade in dieser Frontpartie diese neue 3D angelegten Partien, die einfach so ein bisschen breiter wirken, größere Lufteinlässe, alles schön breit, sportlich gezogen, was halt gerade den Macan GTS dann halt auch kennzeichnet. Wenn man jetzt mal weiter zur Seitenpartie geht von dem Fahrzeug, sehen wir hier die 21 Zoll Räder in Schwarz-Hochglanz gehalten, typisch für den GTS, dann auch der rote Bremssattel. Und weiter durchgezogen hier auch mehr in 3D-Optik diesmal die Sideblades, die den Macan typisieren. GTS-Logo mit aufgeschrieben. Hier steht er übrigens in der Farbe Kreide. Passt zu dem Auto ziemlich gut, weil er hier die schwarz abgesetzten Hochglanzleisten noch hat mit der Privacy-Verglasung. Hier auch beim Außenspiegel komplett durchlackiert, inklusive Spiegelfuß, ja, um das Sportliche einfach so ein bisschen noch mehr in Szene zu setzen. Zusätzlich hat er die schwarz abgesetzte Dachreling, ja, passt dann auch zur Optik von dem ganzen Fahrzeug, inklusive des schwarz abgesetzten Panoramadachs. Ja, was ich selbst auch richtig genial finde beim neuen Macan, und gerade hier als GTS-Version, ist der neue Heckdiffusor. Sehen hier die doppelflutige Auspuffanlage, ja, mit dem neu angesetzten, auch ebenfalls markanteren Design von dem Diffusor. Macht das Heck deutlich sportlicher und einfach nochmal ein Stück weit breiter. Und die durchgezogene Leuchtleiste vom Macan kennen wir schon, ist beliebt und ja, unterstreicht so ein bisschen die Dynamik von dem ganzen Fahrzeug. Herzlich willkommen hier im Innenraum des Fahrzeugs, des neuen Macan 3. Ich möchte euch jetzt einmal zeigen, was hier alles neu ist. Das erste, was uns auffällt, ist hier diese Mittelkonsole. Wir haben einen kürzeren Wählhebel, der designtechnisch noch mal deutlich schöner daherkommt. Dazu das Porsche Advanced Cockpit, ganz neue Bedieneinheit, neue Anordnung, 1:1 aus dem Cayenne oder Panamera übernommen. Finde ich sehr schön. Der Macan galt vorher immer so ein bisschen als altbacken mit vielen Tasten. Jetzt schöne Touchflächen und möglichst viele Funktionen auch hier drauf. Zusätzlich auch das Lenkrad gestaltet sich neu, fässt sich schön an, kommt schon aus dem 992. Dazu der typische Wählhebel hier im GTS mit Sport-Chrono-Paket und den neuen Tastenanordnungen. Die Bedieneinheit des Kombi-Instruments wurde auch noch mal etwas angepasst. Wir haben modernere Zahlendesigns und weiterhin ein digitales Kombi-Instrument. Wir haben hier im Macan GTS natürlich das Sport-Chrono-Paket serienmäßig, können aber weiterhin darauf zählen, dass wir immer im Macan 3 eine Uhr auf dem Armaturenbrett haben. Mein Highlight, für mich immer ein Grund gewesen, das Chrono-Paket Pflicht mitzubestellen, jetzt Serie. Das war unser kurzes Video über den neuen Macan. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr konntet ein paar Eindrücke mitnehmen. Und das letzte Wort hat noch mein Kollege Tobias. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Sie hier persönlich begrüßen dürfen. Bis bald. Bis dahin. Ciao.